Ich habe Katharina da, sie ist hier Einheimische und auch hat eine Zimmervermietung. Und sie hat mir schon einiges gesagt, wie es momentan hier zugeht. Es wurden ja knapp 20.000 Leute evakuiert. Nur, was man so hört, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Tanja hat selber eine Familie aufgenommen bei sich in ihrer Wohnung, in ihrem Haus. Katharina, wie ist momentan die Lage? Ist das Feuer noch so groß oder wird es momentan weniger? Es wird weniger, weil wir nicht so viel Wind haben heute, Gott sei Dank. Und es wird weniger. Du hast selber Leute aufgenommen. Was weißt du da? Wie bist du zu denen gekommen? Was haben die für eine Odyssee durchgemacht? Ja, die Familie hat mich um 2 Uhr nachts angeschrieben über Airbnb und hat um Hilfe gebeten, weil sie die Rauchflamme aus dem Hotelzimmer gesehen haben. Denen wurde nichts gesagt, dass sie das Hotel verlassen sollen. Und die sind dann 11 Stunden lang nur gelaufen und gerannt, bis sie am Ende von Rhodos irgendwann ankamen. Und sie hatten keine Hilfe, wer sie abholt. Es gab keinen Bus, es gab kein Taxi, es gab keine Boote. Und dann habe ich einen Freund gefunden, also angerufen um 3 Uhr nachts, der die dann abgeholt hat. 8 Leute in einem kleinen PKW und hat die Heile hierher nach Rhodos hergebracht in Ixia. Hier ist ja alles safe, die Lage, und die Familie ist sehr glücklich, dass es denen gut geht, weil die waren mit Kindern unterwegs und hatten überhaupt gar keine Hilfe. Wie läuft es momentan mit der Bekämpfung des Feuers? Was weiß man da? Was sagen die Nachrichten hier in Griechenland, in Rhodos? Ja, ganz ehrlich, da wissen wir selber noch nichts drüber. Aber unsere Feuerwehr und die Einheimischen tun ihr Bestes, um das Feuer zu löschen. Ja. Es gibt ja auch Löschflugzeuge, die da im Einsatz sind, auch aus anderen Staaten. Sind das genug, deiner Meinung nach? Nein, sind nicht genug. Wie sieht es sonst aus mit der Hilfe für die Touristen, aber auch natürlich für die Einheimischen? Da gibt es ja viele, die, wie man so schön sagt, Haus und Hof verloren haben. Richtig, sehr viele. Es sind auch schon 2 Hotels abgebrannt, soweit ich weiß. Das Allerwichtigste natürlich ist, dass wir keine Verletzte haben und keine Tote. Und jeder hilft sich gegenseitig jetzt in diesem Moment, ja. In den sozialen Netzwerken sieht man auch, da wird auch von vielen Einheimischen, aber auch von vielen Touristen und von vielen Menschen, die hier leben, aber aus anderen Staaten geholfen. Was machen die? Wie läuft das ab? Was weiß man da? Worüber ganz genau? Entschuldigung. Über diese Hilfe vor Ort, was machen die Menschen? Wie helfen die? Ja, also die griechische Behörde hat Turnhallen und Grundschulen geöffnet, dass die Leute dort übernachten können, weil die Hotels eben jetzt ausgebucht sind. Und dem wird geholfen mit Nahrung und Wasser und ja, bis es halt Flüge gibt, dass die wieder zurück können, ja. Ja, die Flüge, die haben ja, wie wir wissen, leider Gottes Verspätung, beziehungsweise teilweise wurden sie abgesagt. Haben Sie schon etwas gehört, wie es da jetzt in Zukunft weitergehen könnte? Ja, also es sind jetzt bis zum 27. habe ich gehört, dass die meisten Flüge storniert worden sind, also für die Leute, die hier einreisen wollen. Aus dem Grund nicht wegen dem Feuer. Es geht darum, dass die Flüge leer ankommen müssen, um diese Leute, die in den Turnhallen schlafen, wieder nach Hause bringen zu können. Aus dem Grund. Alles klar. Und die Turnhallen sind noch immer voll? Weiß man da was? Ja, die Turnhallen sind noch voll, ja. Das heißt, die Leute schlafen dort teilweise auf dem Boden? Auf dem Fußboden, Matratzen, dem wurde angeboten, was es halt gab, ja. Und vor allem die Einheimischen bringen sehr viele Sachen dorthin, um zu helfen. Katharina, danke vielmals. Alles Gute. Ja, soweit hier einer der ersten Eindrücke aus Rhodos, wo diese Feuerwalze Angst und Panik geschürt hat, das muss man ganz offen und ehrlich zugestehen. Aber Gott sei Dank, es ist niemand verletzt und es ist auch niemand gestorben bis jetzt. Und man hofft natürlich, dass da auch nicht mehr passiert. Heute ist weniger Wind, das ist ein großer Vorteil, denn da breiten sich die Flammen nicht so massiv aus, wie es in den letzten Tagen der Fall war.